Ja, hallo und herzlich willkommen zu Grizzlies OFM Tagebuch Folge Nummer 119. Ja, in dieser Folge ist doch eine, soll ich sagen, eine super Premiere für mich. Und zwar die Premiere, es ist geschafft. Wir haben es geschafft. In der zweiten Liga spielt der SK Grizzly in der nächsten Saison. Und das ist, ja, eigentlich ist es ein Aufstieg mit Ansage. Ich habe mir ja sehnlich erhofft, diesen Aufstieg, da es ja in der letzten Saison ganz, ganz knapp eben am letzten Spieltag nicht geschafft wurde, aber dieses Mal ist es soweit. Und zwar, wir schreiben den Spieltag, die Runde 32, das heißt, zwei Runden gibt es nun noch. Und wenn ich zur Tabelle schaue, sind es nun 9 Punkte Vorsprung bei 6 Ausscheidungspunkten. Das heißt, auch gleichzeitig Meister und Aufstieg. SK Grizzly in der Saison 204. Eine Saison der Rekorde, so hoch oben war ich da noch nie. Und ja, ich bedanke mich auch schon bei den ersten Gratulanten, die mir hier Glückwunsch zum Aufstieg gewünscht haben. Obi-Wan 1 und Magic 2000. Freut mich wirklich sehr. Ja, in der nächsten Saison werde ich dann eine Spielstärke von 211 haben, weil Joao Spalletti sich aufwerten wird. Ich werde dann eine Teamstärke 211 und ein Team haben, das sich dann noch 3 Saisonen halten wird, denn mit 36 Jahren gehen ja dann alle in Rente oder in Pension, wie man bei uns sagt. Das heißt, es werden dann von diesen 11 Spielern, die jetzt diese Mannschaft bilden, zumindest 9 wegfallen. Das heißt, alle bis auf unseren Mittelstürmer und das rechte Mittelfeld, der noch 4 Jahre spielen kann, werden alle anderen gehen. Wir sehen aber auch selbst, was wir dann auf der Ersatzbank haben mit Kaubisch, einem 15er ZM. Den können wir noch gut verwenden mit einer super Stärke. RMD Badberg ist sicher ausbaufähig und Benitez. Ich muss halt dann schauen, was ich auf dem Transfermarkt finde und wie viel kann ich mir eigentlich leisten. Denn eines ist ja dann auch klar, schauen wir sich doch mal die Bilanz an. Wo war dies von mir? Genau. Die Historie. Ich habe, wenn wir die Transfers wegrechnen, und ihr wisst ja, ich möchte mal schauen, wie es ohne Trading funktioniert, eigentlich nicht sehr viel Gesamtbilanz zu bieten. Es waren jetzt dann eigentlich hier nur noch, wenn ich 8,2 weniger den 6,1 Millionen rechne, 2 Millionen im Topf, weil ja logischerweise auch die Spielergehälter immer teurer und teurer werden. Hier muss ich logischerweise dann schauen, was ich mache, denn wir sehen auch hier die Bilanz in dieser Saison minus 6 Millionen. Es geht langsam jetzt immer weiter hinunter. Ja, und es stellt sich natürlich die Frage, was ist möglich ohne Trading? Wird mich der OFM zum Traden zwingen oder gibt es eine andere Taktik, die ich anwenden kann, um vielleicht weiterhin in der zweiten Liga zu spielen oder sogar noch in die erste aufzusteigen? Fragen aller Fragen, ne? Aber wie gesagt, ich freue mich. Und ja, was gibt es jetzt noch? Ja, es gibt dann noch zusätzlich jetzt die Women League, wo ja das Scout hat auch schon jemanden gefunden. Wunderbar. Scouten wirklich nochmal im Mittelfeld. Bei der Women League gibt es ja was zu holen mit den Coins, wo man ja dann mehr Einnahmen kreieren kann. Ich meine, es wird logischerweise nicht so viel sein, dass man Häuser ausreißen kann. Zumindest erwarte ich mir das nicht. Und zwar ist es dann beim Token Shop, ja, das Gebäude Fanshop. Ich habe es mir noch nicht ganz durchgelesen. Aber bei Fanshop verspricht ja, je mehr Zuschauer man hat, desto mehr Fanartikel werden verkauft, desto mehr Einnahmen hat man. Hier muss man dann wirklich schauen, wie viel regeneriert der Fanshop, aber es wird sicherlich meiner Meinung nach, oder was schätze ich, nicht so viel sein, dass ich dann wirklich
so viel Geld regeneriert, dass ich dann wirklich mithalten kann in der zweiten Liga, ohne dass ich noch immer traden muss. Das wird sich halt dann herausstellen. Ja, pfeifen wir mal dieses Spiel an, das sollte ich den Aufstieg in die nächste Klasse geschafft haben. 6 zu 1 gewonnen, wunderbar. Und der SK Grizzly befindet sich nun hier bei diesem Event in der 7. Liga. Ja, soweit war es das für mich. Was hättet ihr eigentlich für eine Taktik in der zweiten Liga, wenn man nicht traden möchte? Vielleicht könnt ihr da eine Taktik bekannt geben, die ich vielleicht anwenden kann oder nicht. Ich werde mir auf jeden Fall ganz begeistert eure Vorschläge auch durchlesen. Trotzdem überwiegt jetzt mal die Freude für die zweite Liga und ich werde mich dann in der zweiten Liga melden, wie es mir geht. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss und Baba, euer Grizzly.